Greetings, everyone! Ich bin's wieder, Ashkwa von Blood Moon Pictures. Und heute wollte ich mal etwas zeigen. Ich hatte vor kurzem etwas rausgefunden. Und das, was ich rausgefunden habe, ist, wie man ganz eigene Bilder in Minecraft macht. Ihr habt mich richtig gehört. Porträts. Bilder. Selbstgemacht. Ohne Mods. Und wie macht man das, fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt? Nun, abgesehen davon, dass diese Idee wahrscheinlich nicht von mir erfunden wurde, sondern bestimmt schon vorher irgendwo im Internet gab, ich war nur zu faul nachzugucken, ich hab's jedenfalls für mich selbst rausgefunden. Und zwar macht man's mit Karten. Diese Karten, das hier ist, wie ihr sehen könnt, eine Map. Und ihr könnt euch sicher schon denken, dass man das so macht, indem man ganz viele Blöcke setzt. Und die tauchen dann auf der Map auf. Und zwar so, wie man sie gesetzt hat. Manche Blöcke sehen anders auf der Map aus, als sie in, also hier aussehen, von der Farbe her ein bisschen. Und klar, das kostet viel Arbeit. Aber es ist ein Weg, wie man ganz eigene Bilder in Minecraft machen kann. So konnte ich zum Beispiel, ich will hier runter, dankeschön, zum Beispiel diesen schönen Blutmond machen. Ach, jetzt kann ich endlich Blutmonde überall hinhängen. Jedenfalls, da es sowieso wenig deutsche Tutorials gibt für Minecraft-Sachen, habe ich mir gedacht, mache ich das hier auf Deutsch. Und erkläre euch jetzt, wie es geht. Also, zuallererst braucht ihr eine neue Karte. In dieser Karte werdet ihr hier haben wir eine leere Karte. Diese Karte rechtsklickt ihr und ups, jetzt bin ich zu weit Norden. Das machen wir nochmal. Zu weit Süden, nicht Norden. So. Diese Karte rechtsklickt ihr und dann habt ihr von einem mal rechnen. 128 mal 128 Blöcke Feld. Das erkundet ihr erstmal schnell. Und dann könnt ihr entweder MC Edit benutzen, um dieses den Hintergrund des Bildes zu füllen, wie ihr wollt, oder ihr benutzt Command Blocks. Mit den Command Blocks ist es recht einfach. Ihr findet diese Koordinaten hier raus. Und die Koordinaten der Ecke da auf der gegenüberliegenden, diagonal liegend gegenüberliegenden Seite heraus. Erstmal müssen wir rausfinden, wo genau die Ecke ist. Wir platzieren ein paar Blöcke. Okay, die sind da und da. Dann versuchen wir es mal hier. Ein runter noch. Und zack, da seht ihr, ganz oben in der Ecke, ich zoome mal für euch ran, damit ihr es besser seht, seht ihr jetzt einen kleinen roten Punkt. Dieser kleine rote Punkt ist dieser Block hier. Um es euch zu beweisen, da ist er. So, von hier bis da ist jetzt, der Radius, oder naja, euer Bild, eure Karte. So, dann zeige ich euch das mal fix und ich fülle das hier erstmal alles aus, damit wir einen Hintergrund haben. Wartet eine Sekunde. So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Und das ist der Command, den ihr eingeben müsst. Ihr müsst herausfinden, die beiden Ecken herausfinden von eurem Bild und dann einfach Strich fill, die Koordinaten von, die bis Koordinaten. Und dann der Block, mit dem ihr das füllen wollt. Ich glaube, wir nehmen, was nehmen wir denn mal als gute Unterlage? Ich glaube, ich mache ein Tic-Tac-Toe-Brett, um es einfach zu machen. Also nehmen wir, kann es weiß sein. Und dann nehmen wir einfach Wolle. So, dann zack. Und jetzt haben wir hier die Map, habe ich gesagt. Kannst du... Oh Gott, warum leckt es jetzt? Oh, jetzt ist es weg. Hier. Jetzt haben wir hier die Map. Und es ist alles schneeweiß.
ihr sehen könnt. So, dann nehme ich mir einen Kohleblock. Ihr könnt Obsidian, Kohle oder schwarze Wolle nehmen. Das macht auf der Map keinen Unterschied. Und dann fange ich mal an mit dem Tic-Tac-Toe-Brett. Beziehungsweise Spielfeld. Gucken wir mal. Ich glaube, ja, hier ist gut. Dann setze ich hier einen Block und verlängere das. Und wir sehen uns, wenn ich das fertig gezeichnet habe. Denn wie Blöcke setzen funktioniert, das wisst ihr wahrscheinlich selbst. So, da seht ihr jetzt die Raute, die ich gemacht habe. Oder Tic-Tac-Toe-Feld, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und ihr seht, ich habe hier Obsidian sowie Kohleblöcke verbaut. Und im Endergebnis sieht es in etwa gleich aus. Es ist egal, wie hoch ihr die Blöcke setzt. Wenn ihr jedoch einen geringen Unterschied macht, werden kleine Schatten wie die hier auftauchen, was eurem Bild ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Ich zeige euch jetzt mal ein paar andere Bilder, die ich gemacht habe, wie zum Beispiel, was ihr schon gesehen habt, den Blutmond, den ich gemacht habe, unser Symbol hier bei Blum Pictures. Und zwar habe ich hier das M aussehen lassen wie eine Art Fledermaus mit ganz langen, dünnen Flügeln. Und die Hörner ein bisschen dicker gemacht, als sie normalerweise sind, damit es ein bisschen mehr Wumms hat. So, und dann habe ich hier das Logo von meiner selbstgemachten, oder eigenen Welt Toskenot entworfen. Und so sieht es dann aus. Es hat einen schönen Rahmen, wie ihr sehen könnt. Und dieses Logo gehört zu meiner Welt Toskenot, über die ich einige Bücher schreibe und bald wahrscheinlich auch Videos machen werde, aber wichtiger ist hier eher, wie ich das gemacht habe. Ich habe die verschiedenen Elemente verschieden hochgesetzt, so war es einfacher für mich, so herauszufinden, wie ich das Ganze bauen muss und das Ganze voneinander getrennt zu halten. So persönlich fand ich es einfacher. Ich habe Sandstein für den Skelettkopf benutzt und zwei verschiedene Farben für die Schwerter. Sowie, und die kleinen Drachen, die habe ich auch leicht schwebend gemacht, damit sie sich ein bisschen mehr absetzen. Ansonsten war es das erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr macht schöne Bilder. So, und ihr könnt sogar auf Abenteuer-Maps oder ähnlichen Maps, wenn ihr ganz weit weg geht, tief in den Ozean und dort ein Bild macht, könnt ihr das sogar in eure Abenteuer-Map mit einbauen. So könnt ihr auch eigene Schilder machen, alles mögliche. Eure Fantasie ist hier, wie immer in Minecraft, keine Grenzen gesetzt. Aber das war's erstmal für heute mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da und bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr das schon wusstet oder nicht. Und wenn ihr andere Ideen habt, dann lasst es mich wissen. Aber für heute sage ich erstmal auf Wiedersehen. Ich habe euch alle mega doll lieb und wir sehen uns alle im nächsten Video. Cheerio!